Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch den Schlafsack für meinen Bug-Out-Bag vorstellen. Und zwar würde ich den als 3-Jahres-Schlafsack bezeichnen wollen. Das ist der britische Dschungelschlafsack. Weil ich immer so friere, habe ich hier noch ein Inlet dabei. Das ist von Carinthia. Das passt nicht wirklich da rein von den Verzur. Laschen her, aber es funktioniert. Dafür gibt es, glaube ich, kein passendes Inlet. Zumindest mal habe ich so keine gefunden und habe ich mir das mit reingelegt. Das war cool. Hier oben ist der Packsack und das hier ist die Bundeswehr-Elefantenhaut. Wie gesagt, das ist für 2 bis 3 Jahreszeiten. Für den Winterpack nehme ich meinen Carinthia Brenta. Das wird dann zwar etwas schwerer, aber wenigstens friere ich nicht mehr. Ich packe euch das zusammen und dann haben wir schon mal das erste Päckchen für den Bug-Out-Bag. So, für die Frühjahr-, Sommer-, Herbstmonate ist jetzt dann alles gepackt. Der Dschungelschlafsack, das Inlet und die Elefantenhaut als Unterlage. Ist das ganze Teil 37 lang und 20 cm im Durchmesser. Es ist relativ stramm voll. Bei uns auf dem Land sagt man Leberwurst, weil normalerweise ist der Beutel nur für den Tropenschlafsack. Dann ist da ein wenig mehr Platz drin. So, haben wir es mal an die Waage gehängt. Da das ja wie gewohnt keine Leichtgewichtsteile sind, wird das wahrscheinlich nicht so extrem geil. Na, Licht geht an. 2270 Gramm. Da ist der Biwaksack noch nicht drumherum und oder das Tarp. Das behandle ich aber später. Ja, hi Leute. Nun zum nächsten Teil der Ausstattung meines Bug-Out-Bags. Zum Schlafen nutze ich oft, fast immer eigentlich, den Hobbit-Bivy-Bag von der belgischen Armee. Also das hier ist der Packsack in DPM von der niederländischen Armee. Von den Belgiern gab es keine. Ja, der ist dann ähnlich gepackt wie der Schlafsack. Auch in so einem Beutelchen hier. Und da gebe ich euch gleich die Maße durch. So, wiegen tut er 1685 Gramm mit dem Gestänge. Und ein paar Heringen habe ich da noch drinne. Und Schnur. Damit du einfach den Beutel nehmen kannst und kannst ihn irgendwo auflegen. Das Einzige, was ich nicht drin habe, ist jetzt die Bodenmatte. Theoretisch kannst du den ohne nutzen. Mag ich aber nicht so gerne. Nur habe ich die Bodenmatte schon beim Schlafsack. Und da werde ich mir jetzt mal über kurz oder lang Gedanken machen, ob es Sinn macht, noch eine einzupacken, weil das sind dann ungefähr nochmal 500 Gramm, auch 700, je nach Plane. Ob ich das dann einfach so beibehalte und mich zur Not da in, einfach so auf den Boden lege. Dicht ist er ja. Ja, also zu den Maßen. Das ist also mit Gestänge drin. Ich mal so 38 auf ungefähr 18 cm. Ist also auch handelbar, kann zur Not hinten in die Molly-Strapse auf dem Rucksack Vorderteil gebunden werden oder an die Seitentaschen außen noch dran. Also wenn du nicht damit durchs Dickicht rennen musst und dann ist es ja auch nicht ganz so wild. Dann kannst du den Rucksack ja noch ein bisschen in die Breite packen. So, ich wollte den eigentlich draußen auspacken. Aber es ist arschwindig und ungefähr 8 Grad. Wir haben alle schon die Seuche. Und dann packe ich euch das Gerät nochmal aus. Prinzipiell kennt ihr den. Da habe ich schon mal ein paar Heringe mit eingepackt. Da muss ich schon immer welche schnitzen. Ein bisschen Knur. Und das Gestänge. So,
könnt ihr natürlich auch ohne Gestänge nutzen. Wir haben ja den für Leon schon in etwas kleiner. Und ja, wenn ihr dann Lust und Laune habt, und dann packt ihr einfach das Gestänge aus und hakt es hier ein. Das mache ich jetzt. Ist ja kein Hexenwerk. Selbst für Linkshänder wie mich. So. Hier die Lasche. Und hier in die Lasche. Und fertig ist der Biwaksack. So, das war's soweit. Das wäre dann der zweite Beutel für in den Backout-Bag. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann.